Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires 4. In der letzten Folge haben wir die erste Mission mit den Mongolen gemacht, die Schlacht an der Kalka, und die auch gewonnen. Das war sehr cool, direkt mal für den Start, gut, die erste Mission. Ich weiß nicht, ob es einfacher ist. Bei den Franzosen hatte ich auch das Gefühl, die erste Mission von den Franzosen war viel schwerer als die Anfangssachen mit den Engländern. Natürlich war die Engländer-Sache auch das allererste. Das war ja auch das, was man am Anfang nur auswählen konnte. Und es war somit eine Einführung, so die ersten paar Missionen. Aber bei den Franzosen ging es schon zur Sache. Hier bei den Mongolen ging es auch ordentlich zur Sache. Und wir gucken mal, wie es in Mission 2 weitergeht. An den Ufern der Kalka töteten die Mongolen tausende Mannen der Rus. Die Jäger waren zu Gejagten geworden. Doch in den Jahren vor diesem mongolischen Raubzug gen Westen hatte Genghis Khan seine Angriffe auf den Osten konzentriert und auf die Qin-Dynastie im Norden Chinas. Die Städte der Qin waren durch ertragreiche Ländereien und Handelsrouten reich geworden. Der neue Qin-Herrscher Taizong sah in Genghis Khan eine Bedrohung und forderte 1210 seinen Treueschwur. Genghis Khan lehnte ab. Die Weigerung kam in den Augen der Qin einer Kriegserklärung gleich. Die Qin verfügten über eine riesige Armee und ihr Gebiet war durch gewaltige Befestigungen geschützt, die man heute als die Große Mauer kennt. Nie standen die Mongolen einem mächtigeren Feind gegenüber. Genghis Khan wusste, dass er die Qin nur besiegen konnte, indem er ihre stark verteidigte Hauptstadt Zhongdu einnahm, die jenseits der großen Mauer lag. Dieses Unterfangen würde für Genghis Khans Mannen einen langen, erbitterten Krieg bedeuten. Würde der Lohn die Mühen wert sein? Auf der Suche nach Antworten wandte er sich an die Götter. Er bestieg einen heiligen Berg und betete zum ewigen Himmel. Nach 4 Tagen erhielt er seine Antwort. Die Mongolen würden siegreich hervorgehen. Mit göttlicher Bestätigung machte sich die mongolische Armee auf den Weg durch die Steppe. Sie musste die große Mauer durchbrechen, um die Qin-Dynastie zu vernichten und das mongolische Reich weiter zu vergrößern. Oh, die chinesische Mauer. Oh, wir sind sogar 10 Jahre zurückgegangen jetzt. Die chinesische Mauer. Sein Streben nach der Erweiterung seines Reiches hatte Genghis Khan bis kurz vor die große Mauer von China gebracht. Doch noch stand zwischen ihm und der Mauer die mächtige Qin-Festung Changzhaku. So. Ja, mein Mandarin ist nicht so gut. Ist nicht so on point, aber Changzhaku. Wahrscheinlich hat sie es eben auch gesagt, oder? Mongolische Gebäude können eingepackt und an eine neue Position bewegt werden. Oh, das ist ja cool. Die haben Jurten am Start. Bauen Sie stets Ihre Streitkräfte weiter auf. Ja, das ist sowieso wichtig. Kommen Sie nicht weiter, dann versuchen Sie es mit einer niedrigeren Schwierigkeit. Niemals. Es wird auf Mittel gespielt. Wenn Sie mich hier weiter verhöhnen, muss ich auf schwer stellen. Spielen. Die Qin-Festung von Changzhaku blockierte den Weg Genghis Khans zur großen Mauer. Wegen der starken Verteidigung an der vorderen Seite entsandte Genghis Khan seine Späher auf der Suche nach weiteren Zugängen. Die mongolische Kriegsführung fußte auf der Beweglichkeit der berittenen Späher. Sie konnten sich schnell fortbewegen, das Terrain auskundschaften und Informationen über Schwachstellen des Gegners sammeln. Toll, ich habe 2 Speer und muss die große Mauer platt machen.
Die flinken Reiter des Khans ritten den steilen Berg hinauf und entdeckten einen geheimen Pfad über der Qin-Festung. Wölfe. Kein Bock, mit den Wölfen zu kämpfen. Die Qin hatten Patrouillen auf den Berg über ihrer Festung entsandt, doch den mongolischen Speeren, obgleich vom Rest ihrer Armee getrennt, blieb immer noch ein Geschwindigkeitsvorteil. Erstmal die Kohle mitnehmen. Was haben wir hier oben noch? Ich glaube, das ist eine Sackgasse, wo mich die Einheiten da dann finden. Ah, ich bin schneller. Das geht schon. So, hier bin ich eh, glaube ich. Ich glaube, ich bin unsichtbar, wenn ich hier sowas habe. Ach komm, ein Hirsch. Ich brauche noch was zu essen. Könnt ihr den mitnehmen? Können die hier runterlaufen? Nee. Hab ich mir fast gedacht. Wir müssen hier vorne rum. Los, ihr strammen Speer. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Was an den Speeren halt immer voll gut ist, wie viel die hier aufdecken. Oh. Ah, die laufen hier im Kreis. Okay. Naja, ich hab gesehen, dass da Feinde sind. Aber ihr seid doch schlau, meine edlen Recken. Planen Sie Ihren Angriff, ja. Die mongolischen Reiter entdeckten eine Böschung, die zur Rückseite der Festung führte. Dabei stellten sie fest, dass diese Seite der Festung weit weniger stark gesichert war. Aha, kommt man direkt rein. Als er von den schwachen Verteidigungsmaßnahmen im hinteren Teil der Festung erfuhr, witterte Genghis Khan seine Chance auf einen Angriff. Und so ritten die Mongolen in die Schlacht. Ich hab Genghis persönlich dabei. Wenn die Mongolen die Festung einnehmen konnten, würde ihnen der Weg zur großen Mauer offen stehen. Schaffen wir, gell? Okay, auf drei habe ich die ganze Armee. Auf 1 Genghis und die Bogenschützen und auf 2 die Nahkämpfe. Sollen wir einfach uns hier den Neuen entgegen schmeißen? Okay, die halten hoffentlich die Füße still. Dass wir hier hoch können. Die paar vereinzelten Typen da, die machen wir dann gleich nieder, damit die uns nicht in den Rücken fallen. Optional sammeln sie 2000 Rohstoffe durch das Niederbrennen von Gebäuden. Ah, cool, der sammelt Rohstoffe, wenn der Gebäude niederbrennt. Mega. Ah, scheiß Wölfe. Greife ich mit denen an, dann verdienen die nämlich keine Leben. Obwohl, ich hole erstmal meine Speere hoch, nicht, dass die unten dann auf dumme Ideen kommen. Wenn ich die anderen hier umbringe. So, wo sind die paar Hansel? Was genau, ihr wart hier. Die Speer sind weg. Kann ich meine Speer wieder hinstellen?
Jetzt machen wir hier unten wieder die Hasenfuß-Taktik und locken die so ein bisschen raus. Ach, da komme ich hier direkt rein. Kann ich gleich plündern und brandschützen. Medium knarren. Die Mongolen brannten feindliche Gebäude nieder und bargen wertvolle Beute aus den Ruinen. Nebenziel noch machen erst. Schießen voll weit aus dem Scheißberg, Fried. Los, brennt alles nieder, die Rohschürfe. Ich habe jetzt 150 Rohstoffe gekriegt. Ich weiß aber nicht, ich habe sie gekriegt in dem Moment, wo es anfängt zu brennen. Ah, sobald es brennt, kriege ich die Rohstoffe schon. Steckt mir alles einfach nur an, sieht eh viel cooler aus. Lasst euch mal da nicht abschießen. Ziel erreicht und ab geht's. Wieder mit dem Bergfried. Wie Leben hatten der? Ach, der ist ja gleich weg. Hier schön hinten bleibt. Los, du kannst auch mitmachen. Sieht aber echt viel aus, das Ding. Verdammt, die sterben hier wie die Fliegen.
Ach so, wegen den Kanonen. Verdammt. Sieht schlecht aus. Ich hätte die Männer mehr verteilen müssen. Oh Gott. Okay, das sieht schlecht aus. Dann muss ich hier die Sachen. Ich darf mich nicht vorher abschießen lassen hier. Genghis? Verdammt. Belebt das noch? Ah, ich wollte nur mal gucken, ob es hier vielleicht noch was gibt. Ach, die zwei habe ich noch. Scheiße. Gut, das war ein Fehlschlag. Schade. Das Schwert ist gebrochen. Ah, es sah eigentlich ganz gut aus, aber ich hätte mal abspeichern sollen, bevor ich reingehe. Jetzt muss ich den ganzen Anfang wieder machen. Naja, aber da seht ihr es. Es ist durchaus nicht so einfach. Oh, ich kann gespeichertes Spiel laden machen. Das ist sehr gut. Das werde ich jetzt auch, glaube ich, machen und guck mal, wo es dann. Ach, ich kann ja eins auswählen dann. Und ich hoffe, dass es halt vor dem Angriff ist, dass ich meine ganzen Truppen noch habe. Wenn nicht, muss ich ein bisschen rumladen. Aber, naja, es klappt nicht immer. Es muss auch mal Fehlschläge geben bei so einer großen Armee und solchen vielen Kriegen und Schlachten, die wir hier gefochten haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge muss ich meine Taktik ein bisschen anpassen und vielleicht doch, ja, zwischendurch haben die Kanonen halt immer geschossen. Ich habe dann auch zu spät gemerkt, dass die Kanonen in diesem Bergfried einer ganzen Gruppe von Gegnern Schaden machen. Ich muss die dann echt alle so einzeln rundherum vielleicht stellen. Dann habe ich eine Chance. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Wenn ich mit der ganzen Truppe draufgehe, geht es vielleicht auch, solange sie noch komplett ist. Weil es wurden immer ein paar abgeschossen von der Kanone. Das war ein bisschen blöd. Ja, aber jetzt weiß ich, wie die Kanonen funktionieren und denke, in der nächsten Folge werden wir das schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hoffentlich keinen Fehlschlag mit der mongolischen Armee gibt. Genghis hat einfach schlecht kommandiert eben. Also Genghis, das war nix. Nächste Runde Genghis musste ich mal richtig anstrengen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.